ganz Eishockey Deutschland hat gestern Ihre Videobotschaft gesehen. Wie reift so eine Entscheidung in einem Vollprofi? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Schritt und der hat auch sehr lange gedauert, bis es gereift ist. Aber am Ende des Tages saß ich mit den Ärzten und der Reha zusammen und wir haben alle hin und her und für und widers und ob es dann nochmal geht oder nicht. Und am Ende des Tages sind wir dann leider zu dem Entschluss gekommen, dass es für den Profisport eben nicht mehr reicht. Und ja, war schwer, aber auch auf der anderen Seite blicke ich der Zukunft trotz allem voller Vorfreude entgegen und neue Aufgaben stehen mir bevor und bin bei einigen Projekten schon ein bisschen dran und das wird sehr spaßig für mich und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Kann man da schon was verraten? Es wird auf jeden Fall eine Kopfbedeckung werden sich da auftun, gehe ich mir von aus. Aber zu viel will ich noch nicht verraten, aber es wird spaßig und wird spannend. Nochmal kurz zu dem Video zurück. Es hat sehr emotional ausgesehen. Wie geht es jetzt so einen Tag danach quasi? Ja, ich muss sagen, gestern war echt ein... Also so, wie ich es im Video gesagt habe, so war der Tag tatsächlich. Also mir fielen die Worte nicht leicht. Ich war überwältigt von den Reaktionen. War ein komisches Bauchgefühl den ganzen Tag über. Heute muss ich sagen, bin ich erleichtert, dass ich endlich den Schritt gegangen bin und es raus ist eben. Weiß ich nicht, heute mit dem Spiel, das war irgendwie so ein perfekter Abschluss, hat es rund gemacht irgendwie. Aber ich glaube, ich bin eher erleichtert, als dass ich jetzt trauern würde oder so. Gibt es denn was, was Sie den Fans hier noch sagen möchten? Ja, vielen lieben Dank für die Unterstützung all die Jahre und macht weiter so, unterstützt den Sport weiter so und es ist immer aufregend, hier in der Halle zu spielen.